Wer von euch mit seinem Sohn oder seinem Ochsen in den Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen, auch am Sabbat? Darauf konnten sie nichts erwidern. Heute wird man sagen, ja, wer wird sein Auto, das im Graben liegt, am Sonntag nicht herausziehen? Wer wird seinen Sohn oder seine Tochter, die irgendwo Sonntagmorgens früh, ja, irgendwo in einer Disco ist, irgendein Missgeschick ist passiert, ich sage irgendeins, und wird nicht abholen? Liebe Brüder und Schwestern, der gesunde Menschenverstand, Gott hat uns den gegeben. Aber manchmal hängen wir sehr, sehr stark an unseren Gesetzen, so an kleinen Regeln. Und wie oft passiert es, dass wir diese kleinen Regeln aber peinlichst genau bei anderen beobachten, nicht bei uns selbst. Bei anderen sehen wir den Fehler. Was siehst du? Den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken in deinem eigenen Auge, aber siehst du nichts. Dies gesagt, ich habe Verständnis, wenn dein Auto im Graben liegt. Man soll ihn auch wegnehmen. Das stimmt. Einem Menschen helfen, es ist richtig und es stimmt, dass man einem Menschen helfen soll. Der Heilige Vinzenz von Paul hat Folgendes gesagt: Wenn du im Gebet bist, wenn du tief im Gebet bist und es klopft an deiner Tür und da steht ein Mensch, der deine Hilfe braucht, dann verlass Jesus oder verlass Christus, um Christus zu helfen. Puh, das ist ein gutes Wort. Christus verlassen, um Christus zu helfen. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus hat ein sehr, sehr großes Herz. Und wir wollen ihn darum bitten, dass unser Herz erleuchtet wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Derselbe Heilige Geist, der in Jesus war, der Heilige Geist, der Geist der Liebe, der Geist der Freude, der Geist der Kraft, auch Geist der Weisheit und so vieles mehr. Derselbe Geist uns bewegt und auch uns erleuchtet. Und wenn ich jetzt sage, erleuchtet, dann ist es vielleicht gut, dass wir uns erinnern, wie in der ersten Kirche von der Taufe gesprochen wurde. Man hat gesagt, die Taufe ist auch die Erleuchtung, das Sakrament der Erleuchtung. Warum? Weil ein neues Denken in den Menschen hineinkommt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Bei der Taufe in der frühen Kirche, und heute kann man noch steinerne Zeugen davon sehen, Baptisterien, also so Tauf, nicht Steine, aber Taufbecken, also wie ein Bad, man ist hinuntergestiegen, der Bischof oder der Priester, der getauft hat, zusammen mit dem Katechumenen, also der sich vorbereitet hat auf die Taufe, zusammen hinabgestiegen und dann wurde der Kandidat, der getauft werden wollte, dreimal untergetaucht im Namen des Vaters, dann durfte er einmal auftauchen, des Sohnes noch einmal auftauchen und des Heiligen Geistes untertauchen und auftauchen. Und damit sollte gezeigt werden, du bist mit Christus gestorben und mit Christus wirst du auferstehen. Und bei der Taufe wurden dann auch alle Sünden vergeben, alles, was blockiert war. Sie musste nicht einmal die eigenen Sünden mündlich bekennen. Das hat dann zu einem Missstand später geführt, dass sogar Könige sich erst am Sterbebett haben taufen lassen, weil sie Angst hatten, ja, wenn ich dann wieder sündige, dann soll ich das bekennen, peinlich. Liebe Brüder und Schwestern, mit Christus sterben, mit ihm auferstehen, erleuchtet werden und erleuchtet sein von dem Heiligen Geist. Um diese Gnade wollen wir in dieser Heiligen Messe auch ganz besonders bitten, dass sie unserem eigenen Selbst, unserem Ego, unserem Urteilen, Verurteilen, Kritisieren und so weiter und genau beobachten, so wie die Pharisäer, dass wir allen sterben, dass unser Herz gütig werden möge,
so gütig das Herz Jesu, aber auch das Herz des himmlischen Vaters. Möge er uns dazu segnen, mit seinem Heiligen Geist erfüllen, erleuchten, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.